Grüß euch. Also das, was ich jetzt sage, das wird für einen gewissen Aufschrei sorgen. Aber bevor es dazu kommt, bevor ich zu dem komme, was für einen Aufschrei sorgen wird, möchte ich noch kurz selber Stellung nehmen. Wir hatten gestern ja die Beerdigung der Queen. Und ich habe geschrieben, im Grunde genommen haben wir gestern unsere alten Zeiten beerdigt. Denn das mit dem Abgang der Queen, die ja irgendwie auch der ganzen Welt bekannt und irgendwie, sie war einfach überall, dass die Zeit ist vorbei. Und dann sagte jemand irgendwo, er hofft, dass er jetzt, das war in einer deutschen Talkrunde oder so, da hofft er, dass er jetzt Charles, ist jetzt der Nachfolger, dass er jetzt mehr Position bezieht. Er ist ja eigentlich, die Queen kann ja nichts, ist ja überhaupt gar nicht befugt, auch noch irgendwas zu tun. Und jetzt hofft er, dass er mehr Einfluss auf die Politik nimmt. Und genau das sollte ein König nicht und eine Königin schon gar nicht. Seht ihr, die Idee einer Königin, es gibt nämlich auch eine himmlische Idee einer Königin, ist folgende. Ihre eigene Person gleicht alles aus. Es bringt alles wieder in Harmonie zurück. Das ist die Idee eines jeden Menschen. Jeder Mensch, der ein denkendes Wesen ist, hat die Möglichkeit, durch das, was er denkt, seinen eigenen Energiestrom so zu klären, dass er irgendwelche kabbeligen Situationen, irgendwelche schwierigen Situationen gar nicht erst begegnet, aber in dem Moment, wo sie sich ankündigen, sie bereits im Vorfeld ausgleicht. Das ist die Idee dahinter. Das ist die Idee vom Leben. Wer immer das ableugnet, wer immer das abstreitet, wer immer das von sich abweist und sagt, nein, das ist ja Unsinn und so weiter und so fort, hat diese Idee oder hat diesen phänomenalen Mechanismus im Leben gar nicht begriffen. Und wird dann immer wie ein Kind staunend durch die Gegend gehen und immer plärrend, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und anfangen, alle anderen dafür anzuschnauzen. Das, was für einen Aufschrei sorgen wird, ist das, was ich jetzt sage. Den Männern gehört bitte nicht die Welt, aber die Männer regieren die Welt. Ja, absolut. Die Männer beherrschen die Welt. Sitzen in Aufsichtsräten, die sitzen irgendwo auf Königsthronen und so weiter und so fort. Ja, vollkommen richtig. Und sie beherrschen die Welt und ihnen gehört auch alles. Völlig in Ordnung, habe ich nichts gegen. Aber die Frauen beherrschen die Männer. Seht ihr, das ist die Idee des Unterschieds Männlein-Weiblein. Eine Frau schafft immer, das ist jedenfalls vom Ursprung her so gedacht, immer eine Ausgleichung. Sie balanciert alles aus, alles, auch das Denken der Männer. Sie gleicht es aus und ist daher dem ganzen haushoch überlegen. Kommt den Genuss von allen. Die Männer können sich einbilden, dass ihnen das alles gehört, aber letztendlich kommt sie in Genuss von allen, wenn sie es schafft, ihre eigenen Energieströmungen wieder so heil zu halten und alles, was der Mensch, der Mann so tut, auszubalancieren vermag. Und darum ist sie weit höher gestellt, denn sie ist diejenige, und jetzt, woher ich das weiß, dann hör mal, die Frauen kriegen die Kinder, rat mal warum. Wenn eine Frau nicht in der Lage wäre, alles in Harmonie zu bringen, alles wieder auszugleichen, dann wäre sie nicht in der Lage, Kinder zu gebären. Darum können Frauen die Kinder kriegen, auch wenn das die Gender und was sie, da haben ja so ein paar da am Start, völlig aufbringt. Das ist auch ein Problem für unsere, also es gibt jetzt ein Problem für unsere Travestiten, Transvestiten, keine Ahnung. Also wenn jemand sich im Körper eines, im eigenen Körper nicht wohlfühlt und wünscht jetzt ein anderes Geschlecht, dann denke er bitte so, dass er sich dafür reif macht, immer in einer Inkarnation, als wenn wir als Mann oder Frau auf die Welt zu kommen. Es ist völlig idiotisch, das zu operieren.
Aber das tun die Menschen hier. Wir haben diese Idee dahinter noch nicht begriffen. Wir haben auch den Sinn des Lebens in unserem eigenen Leben noch nicht verstanden. Wir wissen immer noch nicht, warum sie auf der Welt sind. Und fragen sich, warum? Das Leben ergibt doch gar keinen Sinn. Das Leben ergibt sehr viel Sinn, wenn es deine Aufgabe, ob Männlein oder Weiblein, ist, alles in Ausgleichung zu bringen. Aber das kann eine Frau von der Physis her, rein von der Entwicklung her. Natürlich schon mehr. Dafür hat sie aber auch mehr gebraucht. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, wie die Frauen leben mussten hier auf der Erde, seitdem so die Menschen so am Start sind, hast du auch eine gewisse Ahnung, wo die da durch mussten. Und jetzt kannst du aufhören, dich über die Ungleichgewichte oder um das Ungerechtigkeiten zu beklagen. Letztendlich hast du in deinem Leben immer alles in Ausgleichung zu bringen. Du hast alles zu harmonisieren, das ist deine Aufgabe. Es geht um deinen Energiestrom, von dem ich schon einmal erzählte. Und dein Energiestrom muss frei bleiben, was auch geschieht. Und zurzeit ist ja das bei vielen Menschen nicht. Wir hatten gestern ja die Beerdigung der Queen und ich habe mir das eigentlich alles angesehen, ganz im Gegenteil. Aber ein paar Sachen habe ich mir angeguckt und mir ist aufgefallen, was für eine Schockstarre da irgendwo auch da war. Oh Gott, was kommt jetzt? Ja, gute Frage, was kommt jetzt? In dem Augenblick, wo wir hier in Deutschland oder anderswo Herz herumtönen haben, der König müsste sich mehr einmischen und so weiter, genau das sollte ein Staatsoberhaupt nicht. Aber in der Lage sein, eben seine eigene Ausströmung, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das kann man nun von einem Menschen an einem Staat wie dem unseren oder in England oder in Frankreich oder sonst irgendwo nun gerade mal nicht verlangen. Das ist auch gar nicht so gewünscht. Die Erde, ich hatte schon einmal gesagt, vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, wie lange es jetzt her ist, willkommen auf deinem Truppenübungsplatz. Es geht doch gar nicht um die Entwicklung, wo die Menschen alle hinwollen und was nun genau hier auf der Erde sich abspielt. Darum geht es doch gar nicht. Die Frage ist, gelingt es dir, deinen eigenen Energiestrom so klar zu kriegen, dass du mit nichts, was dich wirklich bedrohen würde, eine Berührung hast? Das ist deine Aufgabe. Männlein oder Weiblein spielt letztendlich keine Rolle. Frauen hatten nur eine etwas beschwerlichere Zeit zum Üben, sagen wir es mal so. Aber je höher ein Bewusstsein kommt, desto größer werden die Aufgaben im eigenen Leben zu bewältigen. Jetzt kannst du natürlich dich andauernd über irgendwelche Sachen da im Leben beschweren. Ja Gott, nochmal, wir sind auch nur Menschen. Natürlich fangen wir an, dann manchmal zu fluchen, wenn was schief geht oder mögen wir Menschen nicht und sorgen dafür, dass das, eigentlich lassen wir kein gutes Haar an ihnen. Das passiert manchmal. Aber das wird immer seltener. Und es wird auch aufhören, in eine Kampfhandlung zu enden. Das ist der Grund. Das ist die Idee dahinter. Und das war nie anders. Wir wissen, dass es Hierarchien gibt. Es hat auch gar keinen Sinn, das zu leugnen. Natürlich gibt es Hierarchien. Aber je mehr du es geschafft hast, in eine höhere Schwingung zu bringen, je mehr du es geschafft hast, einen helleren Energiestrom zu haben, je mehr du es geschafft hast, dein Licht immer zu erhellen und zu erhellen, desto mehr erleuchtest du und erhellst du ja alles. Das ist die Idee dahinter. Das kannst du jetzt machen, ob du Männern oder Weiblein, das spielt erstmal keine Rolle. Du bist auf einem Entwicklungspfad, das wird im Leben nie anders sein. Und was du erreicht hast, hängt davon ab, wie du dich vornehmlich fühlst, wem du begegnest, mit wem du redest, was du gerne bevorzugst und so weiter. Daran kannst du, an diesem Barometer kannst du ablesen, wie weit du gekommen bist. Wenn du als erstes deine Schritte freudig in ein Horrorszenario lenkst, in einem gewalttätigen Porno und dich daran ergötzt, wie Menschen gequält werden, dann kannst du dir vorstellen, wie weit das mit deinem Energiestrom bestellt ist. Darüber richtet keiner, auf gar keinen Fall. Solche Videos haben wir mal produziert, damit es Menschen konsumieren. Die Frage ist nicht, ob wir da das Richtige ist oder nicht. Die Frage ist, wer konsumiert das und ist demjenigen klar, wo an welchem Platz ihn das ungefähr stellt. Mehr nicht. Ich diskutiere das nicht. Ich fange an, darüber zu Gericht zu setzen. Das tue ich ganz bestimmt nicht. Abgesehen davon, dass es mir lieber ist, dass jemand sich solche Horror-Videos-Kassetten anguckt, anscheinend ist dann unverzüglich zur Tat zu schreiten. Aber leider endet es dann, je mehr man das macht, endet es dann irgendwann so. Das hat sich nur keiner überlegt. Die Frage ist, bist du in der Lage dagegen, gegen, also die, 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 wäre den Anfängen?
Nicht mehr und nicht weniger ist gewünscht. Wehre den Anfängen. Das heißt, bevor du anfängst, dich in irgendwas reinzusteigern, guck dir gut an, worin du dich reinsteigerst. Dir ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich Licht liebe wie nur irgendwas und dass ich weißes Licht noch mehr liebe und dass ich nichts mehr will, als ich wünsche mich einfach in meine helle Schwingung, ich wünsche mich in mein weißes Licht zurück. Punkt um, aus, Ende, Schluss, basta. Ich will es und Punkt. Ich diskutiere doch so etwas nicht. Ich meine, es gibt Menschen, die lieben es noch zu diskutieren, die wollen da irgendwelche wissenschaftlichen Beweise haben, die starten da Diskussionsrunden und die fangen nochmal an zu diskutieren. Und wenn sie fertig sind, mit irgendwas zu diskutieren, dann diskutieren sie das Diskutierte nochmal. Also bitte. Es gibt Dinge, die einen die Haare zu Berge stehen lassen. Ich habe meterlanges Haar und selbst mir sträuben sich da die Haare. Ich habe gestern gehört, dass irgendwo in, oh Gott, wo war das jetzt? Ach, Afghanistan oder Syrien, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, da irgendwo in dieser Ecke wurde eine Frau zu Tode gefoltert. Sie hat sich geweigert, ich glaube, sich da total zu verhüllen oder sowas. Und der Präsident sagte aber, ja, wieso, das sei ja wohl auch, es sei alles ganz richtig gewesen, kein Problem, war auch kein, ist ja auch letztendlich keinem ein Leid geschehen. Stimmt, was ist eine Frau schon wert? Irgendwas von seiner Meinung. Aber es ist nun mal die Aufgabe der Polizei, die Frauen darauf hinzuweisen, dass sie sich bitte ordnungsgemäß zu kleiden haben. Seht ihr, wenn diese Dinge passieren, ist das einfach entsetzlich. Ist gar keine Frage. Aber ändern tun wir das nicht, indem wir dann mit denen da reden. Die Frage ist nicht, ob du mit denen redest. Die Frage ist, bist du in der Lage, solltest du in so einer Patsche sitzen? Ich meine, wir müssen ja deshalb nicht in irgendein anderes Land reisen. Ich meine, hier haben wir, Deutschland bietet mittlerweile ein Heim für alle und genau das finden wir auch vor. Wenn du in so einer Patsche sitzt und in einer Nähe bist, dann sorg um Himmels Willen dafür, dass dein Energiestrom davon rein wird, befreit wird. Dass das hier nicht ganz gelungen ist, das wissen wir. Das haben wir ja nun gesehen. Wir haben gesehen, wie schief das alles läuft, wenn Menschen, die noch nicht richtig wissen, wozu sie eigentlich auf der Welt sind, sich Dinge anmaßen, für die sie eigentlich überhaupt nicht berufen sind und wofür sie auch überhaupt gar keine Ader haben. Es ist gar keine Frage. Wir können das ohne jetzt ich bin keine Feministin, aber ich weiß genau, wozu ein Mensch fähig ist und was ein Mensch tun sollte. Ein Mensch könnte generell alles in Harmonie bringen. Das könnte er generell, der kann denken. Wenn eine Frau das sehr oft getan hat und sehr, sehr oft in Harmonie gebracht hat, da kann sie eine Frau sein und kann auch Leben auf die Welt bringen. Und dann hat sie ganz bestimmt eine höhere, oder sagen wir mal, dann hat sie einen besseren Zugang, einen klareren Zugang zu ihrem höheren Selbst. Entsprechend bekommt sie mehr hochkarätige, harmonische, harmonisierende Energien, die in ihr eigenen Leben wieder alles vermitteln und vor allen Dingen alles wieder zur Beruhigung bringen. Das ist die Idee. Wenn wir jetzt einen Haufen Männer am Start haben, die allesamt sich in Kirchen und Moscheen und was weiß ich was alles tummeln und sich dann ergötzen daran, dass die anderen Menschen, ausgerechnet die Menschen, denen sie ihr eigenes Leben verdanken, noch schön kaputt hauen, versklaven, sie denunzieren, sie für schwachsinnig erklären und so weiter, dann haben diese Menschen in ihrem eigenen Lebensstrom, jeder Einzelne, der das tut, ganz egal wer es ist, ob Imam oder ob Papst oder ob irgendein ein Fuzzi da aus der Kirche, keine Ahnung was, jeder Mensch, der das tut, verknöchert und verknotet seinen eigenen Energiestrom. Was die Frauen angeht in den Kirchen, die haben das gleiche Problem. Sie haben vergessen, wer sie sind, dass sie diejenigen sind, die alles zu harmonisieren haben. Und dass sie jetzt erstens so Narrenkappenverein abschaffen müssen, damit sie nicht noch mehr ihren eigenen Energiestrom verkomplizieren. Wer diesen Mechanismus im Leben ableugnet, der kann leugnen, so viel er will, na und? Wo bringt sie ihn denn hin? Das ist die Frage dann, also ihn selbst. Das hat keinen Sinn, das mit mir zu diskutieren. Ganz wenig, überhaupt gar keinen. Das kann ich begreifen, dass es um meine eigene Lebensströmung geht. Ich kann begreifen, dass es sich um meinen eigenen Energiefluss geht. Oder ich lasse es bleiben. Lasse ich es bleiben, verkompliziere ich mein eigenes Leben und wahrscheinlich reiße ich dann noch einige mit. In den Geschichtsbüchern kennen wir so einen, nicht? Ich glaube, so Adolf Hitler oder so sagt euch was, ne? Könnt ihr euch vorstellen, was dabei rausgekommen ist? Tja. Auch das sind Dinge, die im Leben passieren, wenn man eine verknotete Energie hat. Wir sollten aufhören.
Wir sollten anfangen, das Leben so zu nehmen, wie es ist. Etwas, was absolut wieder ins Gleichgewicht zu bringen ist. Und das müssen wir wieder ins Gleichgewicht bringen. Je mehr du dich darüber beschwerst, dass du so wahnsinnig unterdrückt wirst, desto mehr kannst du dich fragen, warum wohl. Deine Gedanken haben dich hier hingebracht. Und es ist deine Erinnerung, dass du eigentlich weißes Licht bist, die da gefehlt hat. Ein Gefängnis ist, wie wir wissen, also nicht gerade ein hübscher Ort, ganz im Gegenteil. Aber es sind zunächst einmal die Gedanken, die dich dahin gebracht haben. Dann hast du irgendwas getan, was Menschen dazu veranlasst hat, dich erstmal aus der Allgemeinheit erstmal zu entfernen. Zu Recht oder zu Unrecht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es hat gar keinen Sinn, mir zu erzählen, ich sage zu Unrecht im Gefängnis. Das ist Unsinn, keiner sitzt zu Unrecht im Gefängnis. Ich glaube ihm gerne, dass er die Tat nicht begangen hat, die er, weshalb er ins Gefängnis sollte. Das glaube ich ihm sofort, wenn er das behauptet, bitte. Wahrscheinlich stimmt's oder auch nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, jetzt geht mich einfach und nicht einmal was an. Aber dass deine eigenen Gedanken dich in Ketten setzen und damit deinen eigenen Energiestrom verdunkelt haben, sodass du einen solchen Ort vorfindest, das garantiere ich dir, mein Freund. Also wenn du zu Unrecht im Gefängnis gesessen hast oder heute noch zu Unrecht im Gefängnis sitzt oder sonst irgendwas. Das ist nur etwas, was wir nicht begriffen haben. Man könnte sagen, ihr könnt nicht über euren Tellerrand, oder die meisten können nicht über euren Tellerrand hinausdenken. Denn sie glauben wirklich, 1 und 1 ergibt 2 und 2 und 2 und 2 sind 4 und so weiter. Sie vergessen dabei die vielen, vielen kleinen Zwischenschritte. Und die trotz allem, wenn eine Rechnung auch noch so richtig ist, ist trotzdem einen anderen Ausgang haben kann. Das ist etwas, was kann ich ja meine Mathematiker besser erklären als ich. Und ich habe keine Lust, hier irgendwelche Fallbeispiele anzubringen, warum das in der Mathematik und in der Physik und so etwas mal so ausgehen kann. Die Paradoxen im Leben kann man vielleicht in einem Labor nachstellen. Die kann man dann irgendwie auch erklären. Aber eines erklärt es nicht. Den Wirrwarr in den Gedanken der Menschen und wie sie allen Ernstes auf den Gedanken kommen, dass das, was sie denken, nichts mit dem zu tun haben, was sie später mal vorfinden werden. Keine Frage. Wenn ein Mensch es geschafft hat, unter sehr, sehr großen Schwierigkeiten, seinen Energiestrom trotzdem freizukriegen, ist er tatsächlich reif für eine höhere oder für eine größere Aufgabe. Aber diese Aufgabe spielt sich stets in seinem eigenen Leben ab. Nirgendwo anders. Die Idee ist nicht, König und Königin der Welt zu werden. Du bist es bereits, und zwar in deiner Welt. Und die wird auch nie, das wird auch nie anders sein. Ob du andere Menschen berührst oder nicht, das hängt von der Empfänglichkeit der anderen Menschen ab und nicht etwa von dir. Aber in deinem Leben ändert sich nicht viel. Ob ich jetzt einen Anhänger habe, nämlich mich, 20, 100, 200, 3000, 5000, 100, 2 Millionen, 300, dadurch ändert sich mein Lebensstrom ja nicht. Es kann sein, dass es Menschen berührt, was ich sage. Es kann auch sein, dass sie sagen, das sind dumm ganz und sperren und schalten weiter. Ja, und? Letztendlich ist es deren Sache. Wenn wir das einmal verstanden haben, warum auch die Königin der Welt, auch die Königin des Himmels und die Königin des Universums stets nur eins im Blick hat, nämlich ihre eigene Energieströmung und sich entsprechend so verhält, dass niemand durch sie einen Anstoß findet, sich richtig schön daneben zu benehmen. Hat sie eine ehrenwerte Aufgabe? Hat der Mensch eine ehrenwerte Aufgabe? Er kann sie erfüllen. Sollte man aber der Meinung sein, ich will ja sofort zum wachen Wort kommen und ich sofort in Gewalt und Power kommen, und damit ich mal allen Menschen sage, was sie zu tun haben, dann zuff ich. Ich kann dir nicht sagen, was du zu tun hast. Ich werde es nie tun. Aber ich kann dir sagen, was du sein kannst. Und das ist eine Entscheidungssache. Und zwar deine. Da kann ich mich hier schon einmischen. Aber was du auch bist, das führt zu dem, was du tust. Darum ist auch der Satz, der ist tausende von Jahren alt. Der Mensch kann nie etwas tun. Er kann nur etwas sein. Und das führt dann zum Tun. Wenn das nicht verstanden wird,
in unserem Leben, ist derjenige, der sie versteht, verdammt gegriffen. Das ist der Grund, warum ich das, was ich sage, auch niemals zur Diskussion stelle. Ich kann doch Licht nicht diskutieren. Entweder ich bin es oder ich bin es nicht. Und wenn das für einen anderen Menschen nicht wahrnehmbar ist, ja, das ist ja nicht mein Problem. Aber wenn der Mensch, für den das nicht wahrnehmbar ist, jetzt der Meinung ist und sich bemüßigt fühlt, mir Schwierigkeiten zu machen, holt er sich ganz schöne Beulen. Denn mir sollte man nicht zu nahe kommen mit so einem Quatsch. Das sollte man besser nicht tun. Denn in meinem Vorfeld ändere ich alles an eine höhere Schwingung. Und wer da nicht reinpasst, der fällt ab. Punkt. Mehr nicht. Und es fällt von mir ab. Und da bin ich auch recht mitleidlos. Ein Mensch sollte sich wirklich nur bemüßigt fühlen, irgendwo hilfreich einzugreifen, wenn er sicher sein kann, das wieder in Ordnung zu bringen, ohne den anderen Menschen in irgendeiner Weise zu attackieren, ihm zu nahe zu treten oder für ihn irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Tut er das, dann gnade ihm Gott. Aber das Problem ist, er wird es nicht tun. Ein Gott wird es nicht tun können. Denn Gott ist Licht, ein wirklich helles Licht, und das, wenn ein Mensch dieses helle Licht nicht erreicht, ja, dann bleibt er im Dunkeln. Ende der Durchsage. Ich glaube, ich sagte das schon mal, ne? Warten auf Godot. Das Stück Warten auf Godot heißt, es war ein mega Erfolg. Ist immer noch ein mega Erfolg, glaube ich. Ich meine, wenn ich auch nicht besonders gut Theater spielen kann und wenn ich auch keine Erfahrung mit Regie führen oder so etwas habe, aber führe ich das Stück Warten auf Godot auf, dann habe ich unter Garantie eine Menge Zuschauer. Nun, ich bin keine Regisseurin, ich tue es also auch nicht, aber ich würde dich versuchen zu erklären, warum dieses Stück immer zieht. Denn es ist in der Tat ein Warten auf Gott, der nie kommt. Mit einer einfachen Erklärung. Er kommt nie, weil er bereits da ist. Genau wie Gott hier auch da ist. Gott ist das hellste Licht. Licht, Licht, Licht und nochmals Licht. Und in einem hellen Licht finden sich solche Scheußlichkeiten, wie wir sie im Leben ja nun mal erleben und erleben können, ja nun mal ab. Je mehr ich mich von diesem Licht abschirme und es einfach nicht sehe, es einfach nicht erkenne, ja, desto weniger erreicht mich das Licht, desto weiter habe ich davon entfernt. Und was im Kern glühend heiß ist, alles verbrennt, was das Licht verdunkelt und so weiter, das ist in einer Peripherie, am Rand überhaupt nicht wahrzunehmen. Und da beginnen dann ja auch die meisten Kämpfe und da beginnen dann ja auch die meisten Diskussionen. Wenn nicht Schlimmeres. Tja. Das ist für viele in der Tat schwer zu begreifen. Aber ehrlich gesagt, nur weil sie es nicht begreifen, nur weil etwas nicht begriffen wird, ist es trotzdem da. Also, meine, es gibt diverse Mathematikrechnungen, die ich nicht verstehe. Ja, ist das so? Keine Ahnung. Ja, und deshalb sind sie ja trotzdem richtig. Jedenfalls bei unseren menschlichen Maßstäben. Aber es gibt eben noch etwas anderes als die Maßstäbe, die die Menschen haben. Nämlich die, die alles ausbalancieren. Die alles in Harmonie bringen können. Und das könntest du tun. Du müsstest nur dich daran erinnern, dass du Licht bist. Ich weiß, dass einige sich jetzt schon mal daran stören, dass ich gesagt habe, was der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist. Das ist etwas, was sie nun gar nicht kapieren wollen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Männer allen Ärzten geglaubt haben, sie können also ihr Leben lang auf Frauen anprügeln und dann gibt es keine Konsequenzen. Also das dachten sie wirklich. Ihre Konsequenz sah dann so aus, dass sie Frauen noch viel mehr diffamierten. Also genau die Quelle, aus der sie sozusagen ihr Leben gewannen. Aber naja, oh Gott, man kann es ja mal kaputt haben. Ihr seht, was dabei rausgekommen ist. Eine Menge Unsinnigkeiten. Was ich über den König in England sagte, dass er sich tunlichst bitte nicht in Politik einmischen konnte, das könnte er auch gar nicht, ganz einfach deshalb, weil er diese Entscheidungsgewalt ja gar nicht hat, gilt aber für dein eigenes Leben. Misch dich niemals in Streitereien ein. Diskutiere nicht. Aber bring alles in deine gedanklich wieder in Ordnung. Das heißt, erinnere dich daran, wer du bist. Du bist Licht. Vergiss das niemals. Männlein oder Weiblein. Du bist es immer. Du bist ein Mensch, ein denkendes Wesen. Also bist du auch ein Licht. Und Licht, je heller es ist, harmonisiert die ganzen Umstände ja. Ohne Diskutiererei. Ich gebe ja zu, das wird ein schöner Schock für Illner und Plasberg und Co. Für sie ist das echt blöd. Auf der anderen Seite haben sie den Wert ihres eigenen Lichts noch gar nicht erkannt.
Deshalb muss man ja nicht die Zunge rausstrecken. Ich halte sie noch für blöd, das ist alles. Aber ihr müsst es erkennen, wer ihr eigentlich seid. Und jetzt geht es darum, dass du eine Menge vor dir hast. Du hast eine gewaltige Aufgabe. Nicht mehr und nicht weniger als 70 Millionen Körperzellen, die alle in deinem Körper sind, davon zu überzeugen, dass du wieder Licht bist. Und glaub mir, die dürsten danach. So wie die Menschen hier nach Erlösung, auf Erlösung hoffen und auf Befreiung hoffen, hoffen deine Körperzellen das auch. Ja, aber durch wen kommt die denn, wenn nicht durch dich? Und das gilt für alles, was in deinem Leben sich abspielt. Das ist sicherlich für einige, die es sich den Kampf auf die Flagge geschrieben haben und dass man doch bitte alle anderen davon überzeugt, dass das, was man selber denkt, richtig ist, ein Problem. Nun, ich sagte gerade, ich kann dir nicht entscheiden, ich kann dir nicht erzählen, was du bitte zu tun hast. Das weiß ich wirklich nicht. Warum soll ich das wissen? Und ganz sicher verschreibe ich es dir nicht vor. Aber du kannst etwas sein, nämlich Licht. Das können auch die Menschen sein, die mit ihrem Geschlecht Probleme haben. Das ist sicherlich ein hartes Los. Wenn man wirklich nicht, wenn man das Gefühl hat, man lebt in einem falschen Körper, weil man denkt, oh Gott, ich bin doch eigentlich ein Mann, dabei ist man eine Frau oder ist eine Frau und umgekehrt. Das ist wirklich furchtbar. Aber auf der anderen Seite, ich habe mal jemanden kennengelernt, das war übers Internet, und dann hat er mir als erstes dann Bilder von sich geschickt. Der Mann ist, also ich glaube, der hieß dann Ulrich oder dann Ulla oder Franz, oder Franziska oder dann Franz oder umgekehrt. Siehst du, das ist ein Problem. Wir haben hier mit unseren Franziskas oder eigentlich Franz oder Ullas oder eigentlich Ulrichs und so weiter ein Problem. Das heißt, sie haben ein Problem. Wenn ein Mann sich berufen fühlt oder eigentlich das Gefühl hat, er ist doch eigentlich eine Frau, dann kann er sich überlegen, warum er das denn verloren. Das ist die Ausgleichung, die hier fehlt. Ein weibliches Wesen ist in der Lage, alles auszugleichen in sich selbst und damit den eigenen Energiestrom heller zu kriegen. Und je mehr sie das kann, desto mehr ist sie dann später auch befähigt, Kinder zu kriegen. Ein Mann kann das ebenfalls allein erlangen. Natürlich kannst du das, denn das muss ja auch dämmern, dass es um deinen eigenen Energiestrom geht. Und nicht darum, dass du allen anderen erzählst, was sie mal bitte zu tun haben. Das tue ich hiermit übrigens auch nicht, denn ich sage dir nur, dass du es sein kannst. Du kannst es nicht einmal richtig dir vornehmen. Das ist ja kein Schrickzeug, wenn du was zusammenklappst, das da. Es geht darum, dass du genau weißt, ich bin Licht und damit harmonisiert sich alles. Es ist ein Bewusstsein, ein Wissen, was du hast. Und so kann auch niemand mehr in die Fänge von jemandem geraten, der das eigene, der sein eigenes oder auch dann das eigene Leben versemmelt. Das funktioniert nicht. Denn alles, was dein Licht verdunkelt, verabschiedet sich von dir. Ob Männern, ob Weiblein. Das ist die Fähigkeit, die du hast. Wenn ein Mensch in der Lage ist, das in einem ganz großen Stil zu machen, dass sogar noch ein neues Leben in einem heranwachsen kann, halbwegs unbehelligt, dann ist dieser Mensch begnadet und nicht vertrottet. Das ist etwas, was ihr dringendst in eurem Leben, da ins Köpfchen reinbringen sollt. Und damit enden die Unterschiede zwischen Männern und Weiblein auch. Eine Frau kann Kinder zur Welt kriegen und in größten Krisen. Trotzdem wächst das Kind beschützt in ihrem Körper heran. Und wer ist ihr Körper? Das, was sie hervorbringt, was sie denkt. Und wenn ein Kind aus irgendwelchen Gründen behindert ist, dann ist das eine Aufgabe, was dieser Mensch dann vor sich hat. Und das ist durchaus nicht die Schuld der Mutter. Es war nur in diesem Fall der optimalste Zustand. Und das Universum versucht immer, verschiedene Umstände miteinander zu verbinden und optimal zu verbinden, die optimalsten Zustände zu erreichen. Wenn ein Kind mit einer Behinderung auf die Welt zu kommen wünscht, oder wenn ein Mensch mit einer Behinderung auf die Welt zu kommen wünscht, und das ist genau der Punkt, um den es geht. Wenn ein Mensch behindert ist, dann wünscht er sich diese Behinderung, damit er sie überwinden kann.
Und nicht alle anderen dafür verantwortlich machen, dass er sie hat. Ich habe das mal in so einer Diskussionsrunde gesehen. Dann ging es darum, dass jemand sich beschwerte, er ist nur deshalb geistig behindert, weil seine Mutter geraucht hat oder so weiter. Oder getrunken hat oder so. Solche Umstände findet man vor, wenn es zu deinem eigenen Lebensstrom gehört. Wenn einem das Kind weggenommen wird, nachdem es gerade mal 2 Jahre alt war, dann gehört es zum Lebensstrom. Und das gehört das sollte man überwinden. Nicht alle anderen dafür ankreischen, dass es passiert ist. Und die Entscheidung des Kindes respektieren, dass es auf die und andere Lebensbedingungen vorfinden will. Gut. Ich habe als Mutter, reichte das offensichtlich für sie aus. Und dann wird es eben akzeptiert. Aber die Menschen, die sich daran die Finger schmutzig gemacht haben, also mit denen möchte ich jetzt wirklich nicht tauschen. Die müssen die ganze Mist nämlich wieder ausbaden. Und zwar in ihrem eigenen Lebensstrom. Was hatten wir schon mal. Tja, und so weiter. Begreifst du, worin deine Macht besteht? Was du in Mächten hast? Die Qualität deines eigenen Lebens, ich meine nicht weniger. Und je weniger du andere Menschen in die Patsche reitest und je weniger du an die anderen Menschen verwirrst, indem du erzählst, was sie bitte zu tun haben, desto besser ist die ganze Geschichte. Aber erinnere dich, dass du Licht bist, du kommst aus dem Licht. Und Licht harmonisiert einfach alles. Begreifst du es? Wenn es Dinge gibt, die du noch nicht ganz verstehst. Je heller dein eigenes Denken ist, desto mehr begreifst du auch, was los ist, ne? Gilt übrigens auch für irgendwie komplizierte Mathematikaufgaben oder jemand, der oder Physik, physikalische Zusammenhänge oder so. Wenn jemand ein wirklich helles Licht geworden ist, dass in seinem Denken immer mehr Licht fließt, in seinem Denken immer mehr Licht fließt, ist dieser Mensch begnadet und nicht vertrottet. Und wenn jemand so berät versucht, einem anderen Menschen Zusammenhänge zu erklären, guck zu einer Zeit. Die Zusammenhänge, du schaust so allzu bald. Okay, dann wünsche ich dir jetzt erstmal Danke fürs Zuhören. Und fühl dich bitte nicht diskriminiert, solltest du zufällig jetzt ein Mann sein, aber vergiss bitte nicht, dass alles ein Werdegang ist und auch etwas. Dass wir in Hierarchien leben, wird sich nie ändern. Nur die Hierarchien bestehen darin, welches Licht leuchtet am hellsten. Das hellste Licht oder ein etwas abgedunkeltes Licht oder oder im Graubereich oder im tiefschwarzen Bereich. Immer die Frage der Lichtstärke. Geht also darum, was in deinem eigenen Kopf los ist. Und schaffst du es, alles in Harmonie zu bringen? Ich wünsche dir sehr, dass das gelingt. Und danke fürs Zuhören. Alles Gute.